Ja, hallo, Michael Kurze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. 1000 Euro am Tag mit einem Online-Kurs. Wir checken mal von Sebastian Glöckner ein Video ab. 63 Aufrufe hat das Ding nur. Wir müssen das Ding auf jeden Fall mal ein bisschen pushen. Auf jeden Fall mal mit einem Daumen hoch und ja, checkt das Video auch mal ab. Ist natürlich unten verlinkt und wir schauen uns an. Er guckt sehr wütend. Funktioniert das einfach mit den 1000 Euro am Tag und ist das viel oder wenig? Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Und play. Hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und in diesem Video möchte ich nochmal über Online-Kurse sprechen. Und zwar 1000 Euro am Tag verdienen, ist das viel oder ist das wenig? Also 1000 Euro ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch Tage, wo du 4.000, 5.000 Euro verdienen kannst und dann einen Tag später, wo du nur 500 verdienst, ja? Ja, das stimmt. Und dann bist du viel traurig, dann bist du sehr viel traurig. Nein, du freust dich erst und dann so, hey. Ich habe auch manchmal so ein paar Tage echt auf einem hohen Niveau und dann aber bim, ganz weit unten. Ja, keine Ahnung warum. Ne? Und das noch nicht mal um den 20. rum, dass dann sagt, oh komm, die Leute haben weniger Geld oder so. Ja, Macht ist ein Faktor, aber ja. Aber es ist lustig. Aber das große ganze Ziel zählt. Ne? Ziel zählt? Ja, zählt. Ah, also sagen einfach mal, weil es so eine schöne Zahl ist. 1000 Euro am Tag, ist das viel oder ist das wenig? Ich möchte damit mal ein bisschen auch im Vergleich zu anderen Online-Marketing. Naja, es kommt auch an, wie du den Traffic generierst. Und ist das, sind da noch Affiliate-Einnahmen drin oder Affiliate-Verkäufe oder sind das nur 1000 Euro, die du sozusagen gut geschrieben bekommen hast? Wenn du 2000 Euro Werbeausgaben hast am Tag, dann ist es kacke. Wenn du keine Werbeausgaben hast und hast nur ein bisschen was an Kosten für auf Monatssicht für E-Mail-Marketing-System und, dann ist es sehr, sehr cool bei 1000 Euro am Tag. Ne? Also, finde ich. Versprechungen reden, weil ja auch manche sagen, ja, 30.000 geclosed, 18.000, keine Ahnung, und hier 500 Euro einen Tag passiv netto, ohne was reinzustecken, 100.000 Euro Einschätzung. Und ich möchte euch da mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, was das überhaupt heißt und unter welchen Voraussetzungen solche Zahlen überhaupt entstehen können. Ich selbst bin Online-Kurs-Dozent seit 2014 und auch Coach seit ein paar Jahren. Also ich habe so 2016 zum ersten Mal angefangen zu coachen, als ich meine ersten Erfolge hatte. Und da hatte ich aber auch schon 30, 40 Kurse und war halt schon Top-Dozent. Ja. Also ich bin erst Coach geworden, als ich selber schon Top-Dozent auf der Plattform Udemy war. Stimmt. Ja, ich kenne da super Opfer. Die sind auf einmal Udemy-Coach. Und haben überhaupt keinen Umsatz oder so. Und machen dann so einen YouTube-Kanal mit ein paar und haben dann auch im Namen YouTube-Coach oder so Opfer. Alter Schwede. Und dann denkst du dir so, kann nicht wahr sein. Ich habe erstmal 2 Jahre Affiliate-Marketing gemacht, ohne daran zu denken, zu coachen oder so. Erst dann. Und warum? Weil dann Leute meine Einnahmen gesehen haben. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, hey, mit diesem Kurs habe ich so und so viel Geld verdient, den ich gekauft habe und habe das natürlich als Affiliate promotet. Stimmt auch, immer die Wahrheit erzählt. Und dann kommen natürlich Leute, hey, kannst du mich noch da drin coachen, kannst du mich noch da drin coachen? Und dann am Anfang habe ich gedacht, nee, ich bin ja kein Coach, ich bin Affiliate und reise um die Welt und so. Aber irgendwann kommen so viele Sachen, nein, ich brauche doch nur ein paar Tipps und so. Und dann sagst du, ja, okay, mache ich. Und dann auf einmal bist du Coach. Also ich war nicht zuerst Coach für Affiliate-Marketing, sondern ich habe echtes Geld mit Affiliate-Marketing verdient und ich konnte vom Affiliate-Marketing leben. Und es war einfach nur, dass so viele Leute gefragt haben. Und es ist dann auch irgendwann mal bei mir so gewesen, am Anfang freust du dich, wenn du deine Tipps rausgeben kannst. Und erklärst jedem das so 1:1. Aber wenn du das 10-mal erklärt hast und 10-mal die Anfängertipps erklärt, dann sagst du dann irgendwann mal, da müsste ich doch jetzt einen Videokurs machen, weil will ich das jetzt noch 100-mal erklären, die Anfängertipps? Nee. Und dann habe ich mein Jetset Affiliate System rausgebracht, wo ich dir alles erkläre in über 120 Videos, immer auf dem neuesten Stand und so im Jetset Affiliate System. Aber das war einfach nur, weil da so viele Leute mal gefragt haben und ich kann halt auch nicht. Ich will ja trotzdem reisen, ich will trotzdem am Strand liegen, ich will trotzdem durch New York laufen, ich will in West Hollywood Steak essen. Und deshalb habe ich dann den Videokurs gemacht. Ne? Der Videokurs erklärt dir das genauso gut dann halt, nur dass ich die Aufnahme einmal gemacht habe und brauche sie nicht immer wieder. Das ist das Coole daran. Aber ich war trotzdem zuerst Affiliate-Marketer.
Und das bin ich auch bis heute noch. Und deswegen ja, nehme ich mir das Recht raus, andere zu beraten. Wir machen das so im Rahmen von Einzelcoachings oder in Gruppencoaching, sogenannten Mastermind-Klassen, die eben regelmäßig stattfinden. Und wo eben ja, Unternehmer oder auch angehende Unternehmer sich zusammentun und auch Privatleute, die eben ein nebenbei Business aufbauen wollen, sich zusammentun, um eben innerhalb von ein paar Monaten ihr Business auf die richtige Spur zu setzen. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen was erzählen. Was bedeutet es überhaupt, 1000 Euro am Tag zu verdienen? Wir müssen erstmal. Das bedeutet 30.000 Euro im Monat. Und ganz ehrlich, 30.000, also wisst ihr, wie lange das bei mir gedauert hat? Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, 3 Jahre hat es dann gedauert, bis ich 1000 Euro am Tag hatte. Ich hatte sehr lange die 300 Euro am Tag nicht geknackt. Ja, 300 Euro am Tag ist schon viel, aber das hat echt lange gedauert. Und das erste Mal diese 1000 Euro am Tag geknackt, wohlgemerkt als Affiliate, nicht mit eigenen Produkten, als Affiliate. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Da war ich im Bus in Santa Monica und bin gerade Richtung Malibu gefahren. Also ich war in Amerika, in LA und war im Bus, gucke auf mein Handy und sehe dann geil mehr als 1000 Euro. Und davor war das auch das erste Jahr. Das erste Jahr habe ich schon sehr gut verdient. Das erste Jahr in Cannes habe ich schon sehr gut verdient. Vom Flaschensammler Richtung Cannes. Aber ich habe die 300 Euro nicht geknackt. Es war dann ein Monat, zweimal, einmal, ich glaube, 290 Euro, 200 so und so viel Euro, 290 so und so viel Cent oder so. Ich habe nie die 300 Euro geknackt. Und dann auf einmal, bam, ich glaube dann irgendwann mal 600, 700 und dann 1000, bam. Und dann, wenn du das einmal geknackt hast, dann ist das Ziel einfach zu erreichen. Also, ich weiß, wovon ich rede. Überlegen, ist es jetzt Umsatz oder ist es Gewinn? Da scheiden sich halt die Geister. Das ist so der größte Unterschied. Die meisten reden ja auch von Umsatz. Also ich könnte auch überall im Online-Business 1000 Euro Umsatz am Tag machen. Wenn ich einfach Werbekosten draufhau, ja, und sonstige Sachen. Unser Umsatz ist überhaupt kein Problem. Aber Gewinn 1000 Euro. Und als Affiliate habe ich ja Gewinn. Weil ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt keine Facebook-Ads geschaltet. Alles mit Gratis-Traffic und so. Diese 1000 Euro in diesem Bus. Ja, wo ich dann hatte, ich glaube, 1,75 € habe ich bezahlt, 1,75 € habe ich bezahlt für diese Fahrt, weil ich zu diesem Aufenthalt keinen Mietwagen hatte. Und das war Gewinn sozusagen, weil ich keine Facebook-Ads-Kosten hatte und so weiter. Wenn du mit passivem Einkommen, zum Beispiel mit Affiliate Marketing, ja, wo ich jetzt nicht so der Experte bin, obwohl ich auch ziemlich immer mal wieder, ja, also es Der hat. ist gar nicht so schlecht. Der hat für meinen digitalen Nomadenkongress eine E-Mail rausgeschickt und war einer der Top-Affiliates. Hat da auf jeden Fall was verkauft. Sehr cool auf jeden Fall. Habe ich ja schon mal erzählt, also so 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr würde ich sagen, verdiene ich schon über Affiliate Marketing. Also ich gucke dann immer wieder meine Peanuts, Peanuts. Zahlen rein, weil diese Affiliate-Zahlen gehen ja unter den normalen Zahlen. Das heißt, du weißt ja gar nicht, wie viel eigentlich Affiliate Marketing ist, bis du dir mal die Statistiken genau anguckst. Aber ich würde mich jetzt nicht als Affiliate Marketer oder so bezeichnen. Das sind eher so, ja, so Randbedingungen, dass dieses Geld halt mit abfällt im Rahmen von den Online-Tätigkeiten. Und wenn du halt, egal, aber wenn, sagen wir mal, du bist jetzt Affiliate-Marketer, dann würde das für dich auch gelten. Wenn du dann mit irgendeiner Nischen-Website oder so 1000 Euro am Tag verdienst, ohne dass du jetzt was dafür tun musst und ohne dass du Geld investieren musst, dann ist es gut. Ja? Das heißt, du hast kein Risiko und die Zeit läuft für dich. Ich hatte zum Beispiel in den Jahren 2003 bis 2007, glaube ich, ich vergesse es immer wieder. 2003 bis 2007. Redet der jetzt sehr auf meinen Kanal, Michael Kotzur, habe ich dieses Video, worauf ich reagiert habe, mit diesem Gold, 500.000 Euro mit Gold hat er gemacht, ne? Als Affiliate-Programm. Ist sehr, sehr geil. Oder so hatte ich mal eine Affiliate-Marketing-Nischen-Webseite und damals war ich noch Student. Also ich war damals noch Student und habe. und hätte er das damals weitergemacht, wäre er einer der größten Affiliate-Marketer, aber er hat aufgehört. Aber halt ein Affiliate. Beziehungsweise er wurde rausgeschmissen aus dem Partnerprogramm, weil er es eingestellt hat, weil er so viel Geld verdient hat und hat das ganze Werbebudget aufgebraucht. Marketing-Nischen-Webseite aufgebaut und habe dann da eben so Gold- und Silbermünzen verkauft und hatte damals, das habe ich mir am Ende ausgerechnet, eine 500.000 Euro Umsatz gemacht.
Und das also einfach so nebenbei, ich musste nichts dafür tun. Und damit habe ich mir dann mein Studium finanziert. Ja, und ich musste dann. Er war nicht Kellner, nein, er hat Affiliate Marketing gemacht. Wenn du es auch lernen willst, mein Jetset Affiliate System kann ich nur empfehlen. Also, ja. Halt nicht mehr arbeiten. Ich habe dann aber trotzdem weiter studiert und habe dann eben meinen Job angenommen und so weiter, weil ich genau wusste, dass es irgendwann aufhört, weil ich wusste, ich bin nur abhängig von einem einzigen Anbieter. Wie gesagt, ich bin kein Affiliate-Marketer, ja, ich hatte das einfach nicht so richtig drauf. Ja, er hätte natürlich diese Seite nehmen können und sich andere Affiliate-Programme suchen können, aber ich weiß auch nicht, wie viele gerade zu dem Zeitpunkt am Markt waren, ne? Ja, also, ja, er hat leider aufgehört, ne? Und das war einfach mehr so ein Glücksgriff oder so. Aber da war das halt viel Geld, weil ich ja nicht so viel dafür getan habe. Ich habe meine Nischenwebseite gehabt, ich habe dann in Foren gepostet und so weiter. Ich hatte dann irgendwann meine Fans, die immer wieder Voll der Spammer. Eine halbe Million mit Spam. von meiner Webseite gekauft haben. Wenn du aber zum Beispiel heutzutage, jetzt im Jahr 2021, 2022, also je nachdem, wann du dieses Video guckst, wenn du jetzt heute 1000 Euro am Tag verdienst, musst du unterscheiden, weil mittlerweile gibt es PPC, ne, es gibt Facebook-Werbung, es gibt Google und es gibt YouTube-Werbung. Und da kann es halt sein, dass, wenn Online-Marketer sagen, sie machen einen 100.000 Euro Launch oder sie machen 1 Million Euro im Monat, dass sie das nur schaffen, weil sie vorher einen Großteil davon in Werbekosten ausgegeben haben. Das heißt, wenn dir jemand sagt, er macht eine. Also ich kenne etliche Online-Marketer, die so bei 25.000 Euro im Monat sind, die sie ausgegeben haben für Werbung. Das muss ja erstmal reinkommen, ne? Also, wenn die 25.000 Euro Umsatz machen, haben die immer noch einen Riesenverlust. Also, ne? 100.000 Euro Launch, da musst du ihn fragen, wie viel hast du denn vorher ausgegeben an Facebook-Werbung? Hast du vorher eine Woche lang jeden Tag 4.000 Euro ausgegeben? Na? Klar, das ist dann. Und vielleicht auch hast du eine E-Mail-Liste und wie teuer war diese E-Mail-Liste, ne? Vielleicht hast du ja auch ein Jahr vorher schon Facebook-Werbung gemacht, um dir eine große E-Mail-Liste aufzubauen. Hast du vielleicht deinen YouTube-Kanal gepusht oder sonstige Sachen, was natürlich auch alles Geld kostet, was du auch. Und wenn dann halt, wenn du dann eine E-Mail-Liste hast mit 20.000 E-Mail-Adressen plus dann Facebook-Ads und, dann musst du das Ganze einfach mal sehen. Hast du immer noch Geld übrig. Ich sag halt nur, dass dann weniger, also du musst halt gucken, was hängen bleibt. Und ich hatte ja auch mal, in den letzten 2 Jahren habe ich sehr, sehr viel mit Bezahlwerbung experimentiert und habe viele 10. Das stimmt. Frag mal den Sebastian, was ich für einen Hals auf den Sebastian hatte, weil ich natürlich immer die WhatsApp-Nachrichten bekommen habe, was alles funktioniert und was nicht oder so. Und irgendwann hat er mich mal so genervt. Aber vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht irgendwann mal im Podcast oder so, dass wir noch mal ein Interview machen oder so. Wir sind uns ja jeden Tag am Austauschen. Tausende von Euro da reingesteckt in Facebook und in Google und in YouTube, um das auch mal auszuprobieren. Und es ist so, du kannst damit Geld verdienen, aber du hast halt nur einen bestimmten Hebel. Also zum Beispiel, du gibst 1000 Euro rein und dann ist die Frage, wie viel kriegst du raus? 2000, 3000, 4000 oder nur genau 1000? Ja, dann hast du quasi die ganze Arbeit für nichts gehabt. Du hast plus minus null. Und du hast ja auch noch so weiter Kosten, ne? Also, ne, wir müssen ja, sind das 1000 Euro Umsatz. Also, wenn du 1000 Euro Umsatz mit Digistore machst, hast du ja noch Digistore-Gebühren. Und. Vielleicht auch Tools, ne? Klicktipp und so weiter. Muss ja alles dazu rechnen, ne? Also, ja. Die ganzen Online-Marketer, die sind manchmal nicht so helle bei der Kalkulation. Ich habe zum Beispiel einen, ja, der ab und zu mal da in Dubai wohnt und so. Ich habe so viele Webinare hintereinander von denen gesehen und so. Und wenn du dann halt 2, 3 Jahre die Webinare hin und wieder mal schaust oder so, merkst du, dass die Zahlen nicht funktionieren. Du kannst nicht 70 Angestellte haben und dann so und so viel Umsatz und mal erzählte so und so viel Umsatz für Facebook, jetzt dann so und so viel oder so und dann selbst der Umsatz oder der Gewinn mit den ganzen Kosten passt einfach nicht ganz so. Irgendwo sind da Löcher in der ganzen, ja, oder auch Retargeting. Ich habe so einen Retargeting-Kurs gesehen, ne? Facebook Retargeting, wo dir Retargeting erklärt wird und so. Und wie profitabel Retargeting ist. Aber um Retargeting zu machen, musst du erstmal die Besucher auf deiner Webseite. Was hat das gekostet? Das ist der erste Besuch. Ja, Retargeting ist cool. Aber wenn ich nur die Retargeting-Zahlen nehme, ohne den Erstkontakt,
ist das überhaupt nicht aussagekräftig. Und dann wird dann ein Kurs verkauft und so viel mit Retargeting verdient und so. Ja, aber was war der Erstkontakt? Hast du mit dem Erstkontakt vielleicht Verlust gemacht? Musst du den ja auch noch da reinrechnen. Finde ich. Oder schreib mal in den Kommentaren, ob ich richtig liege oder ja, ob die anderen richtig liegen. Und wenn du eben sowas machst mit Online-Kursen, so das, was ich ja hauptsächlich mache, ne, da musst du zum Beispiel schauen, bei Udemy habe ich ja gar keine Kosten. Ich muss kein Hosting bezahlen und gar nichts. Das meiste Geld, was ich nur für mein, ich habe ja verschiedene Einkommensströme und verschiedene Geschäftszweige. Das, was ich nur für Udemy ausgebe, also Udemy, das ist nur jedes Jahr ein neues Handy, ne, neues iPad, neues und so weiter. Aber das sind ja mehr oder weniger. Der hat voll viele iPads und ist so voll lustig. Er ärgert mich immer, weil ich ja immer ein bisschen ältere Technik habe, auch mein iPhone XX oder so, habe ich ja hier immer noch, oder XR oder so. Und ja, es gibt ja schon 12 oder so. Und ich habe immer noch kein 12er gekauft und so. Und dann ärgert er mich immer. Luxusausgaben. Es reicht ja eigentlich, wenn du dir das ein vernünftiges Laptop oder ein vernünftiges MacBook oder so holst, einmal für 2000 Euro. Das kannst du ja 4-5 Jahre benutzen. Ich kaufe mir wohl immer das neueste Modell halt. Ja, das stimmt. Einfach weil es kann, aber nicht weil es muss. Ne? Das heißt, das sind Luxusausgaben, da kann man auch mal sagen, ich spare mal ein Jahr lang und kaufe mal ein Jahr lang kein Laptop. Ne? Also, das ist ja nicht so, dass... Er hat sich jetzt wieder neue Kopfhörer gekauft, die Apple, diese für 700 Euro, die Kopfhörer hat er sich gekauft. Da hat er mir dann auch sofort geschickt, wie gut die sind und so weiter. Und ja, hätte ich mir jetzt nie gekauft für 700 Euro Kopfhörer oder so. Das Ding, ne? Oder ich benutze die zum Testen, da gucke ich, wie sieht die Webseite auf dem kleinen Bildschirm aus, wie sieht diese Webseite auf dem großen Bildschirm aus, ja, oder wie sieht das aus auf einem 13 Zoll iPad, wie sieht das aus auf einem 11 Zoll iPad oder auf einem 10 Zoll iPad oder so, deswegen, oder ne, ich teste Sachen auf verschiedenen Handys, deswegen will ich auch verschiedene Sachen vorhalten, aber das ist jetzt nichts, das brauchst du alles nicht für Udemy, das brauche ich für meine anderen Geschäftszweige, für meine Webseiten, für meine Funnel oder auch im Rahmen von Coachings, wenn ich verschiedene Funnel teste, oder also ne, wenn ich für, als quasi als Agentur Leistungen, E-Mail-Funnel aufbaue für andere Unternehmer, dann, ja, dann klar, dann brauche ich diese ganze Technik. Und das ist nämlich das, der andere Zweig, von dem ich sprechen wollte, dass da musst du nämlich sehr viel Geld investieren. Wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen empfehle ich immer so diversifiziert zu sein. Ich habe jetzt ja auch diese Kamera. Ich habe, wenn du die alten Videos anschaust, habe ich die mit einer Webcam gemacht. So eine 100-Euro-Webcam, Logitech. War eigentlich ganz okay, aber irgendwie war es dann immer noch hier so ein bisschen weiß und keine Ahnung was. Ich habe es nicht richtig hinbekommen mit dem Licht. Mit dem Licht bekomme ich es immer noch nicht hundertprozentig hin. Aber die Kamera ist jetzt auch so eine Sony 6600 mit Objektiv. Hat das auch mal 2400 Euro gekostet, das Teil. Und dann brauchte ich noch ein Mikro-HDMI-Kabel und dies und dann nochmal so ein Stick, wo ich dann halt, wo die Kamera dann vorgegaukelt wird, sie ist eine Webcam und so weiter. Es kostet halt ein bisschen Geld, ja, aber wenn du eine Pommesbude aufmachst, bist du auch bei 50.000 Euro oder so. Paar Kühlschränke, Getränkekühlschrank, Fleischkühlschrank, irgendwelche Spülen, irgendwelche Gefrierschränke, irgendwelche Fritteusen, Theke, Tische und du brauchst jetzt wahrscheinlich noch 2.000 Euro einfach nur an Krimskrams von Packpapier, Pommeschalen oder sonst was. Und dann bist du bei 50.000 Euro und hast noch nicht mal eine Luxus-Pommesbude. Also, du machst immer Investitionen. Wenn du Geld verdienen willst, ja. Und wenn du sagst, ja, ich will nichts investieren, da sehe ich dann auch sofort die Verlierer. Ja, ich kann das verstehen, so wie ich, mit der Webcam erstmal die Kosten gering zu halten. Kann ich verstehen. Lass mal gucken, habe ich daran Spaß und so weiter. Überhaupt kein Thema, aber irgendwann musst du auch ein bisschen mehr investieren oder so. Irgendwann fliegst du dann auch mal für ein Event nach Amerika, so wie ich oder so. Dass du halt einmal, dass du zum Beispiel bei Udemy Geld verdienst, wenn du aber auch, es gibt auch Kunden von mir, die sagen, sie möchten Udemy nur als kostenlose Traffic-Quelle haben und möchten dafür möchten dann ihre Funnel befüllen und dann die teureren Kurse oder Coachings für ein paar tausend Euro möchten sie lieber verkaufen über ihre eigene Webseite. Und ach ja, und wenn du auch ein Produkt haben willst, die Udemy Masterclass, diesen 30% Gutschein, du bekommst seine von Sebastian die Udemy Masterclass immer noch 30% günstiger mit dem Gutscheincode Michael30.
Einfach auf dem Digistore-Bestellformular Michael30 eingeben und es wird dir sofort 30% abgezogen. Einmalige Möglichkeit, 30% bei der Udemy Masterclass zu sparen. Das heißt, sie gehen über Udemy rein, gratis, und gehen dann über die andere Webseite raus, weil sie teurere Coachings und Beratungsdienstleistungen verkaufen wollen. Die haben dann halt diese Kosten an dem anderen Geschäftszweig. Ne? Das heißt, die müssen, was weiß ich, ein E-Mail-Marketing-Tool bezahlen. Die müssen, aber das mache ich ja auch alles. Ne? Das heißt, es sind halt bestimmte Kosten. Das sind dann halt ein paar hundert Euro im Monat, die du, je nachdem, E-Mail-Marketing kostet 70 Euro im Monat, vernünftiges Tool. Dann eine Webseite, 20, 30 Euro im Monat, wenn du einen schnellen Server haben willst und ein paar Domains. Ne, dann vielleicht noch Zapier für die Schnittstellen, dann vielleicht einen Mitgliederbereich. Oh, er nervt mich immer mit Zapier für die ganzen Schnittstellen. Lieben Gruß an Sebastian. Und deine eigenen. Aber wenn du eine Sepia-Frage hast oder so, hol dir ein Coaching, der kann dich beraten, der Sebastian. Der hat diese ganzen Schnittstellen überall und so. Und das ist mir viel zu kompliziert oder so. Ja, ich habe eine Sepia-Schnittstelle eingefügt. Ich glaube, das war die von Digistore für meine Affiliates in Clicktip rein oder sowas. Ach, das waren wieder. Ich bin ja nicht so gut mit Technik. Ich bin Affiliate-Marketer und kein Technik-Nerd oder so. Der Sebastian ist aber so dieser Fuchser, der sich da reinfuchst oder so Stunden, Tage lang und so. Finde ich cool. Finde ich cool. Wenn ich eine Hilfe brauche oder so bei Sepia, ja, also wenn du da auch Hilfe mal brauchst oder so, ja, vielleicht buchst du ein Coaching bei ihm. Um deine Produkte zu schützen und automatisch freizuschalten und so weiter und so weiter. Und da ist es halt so, da eben bei mir die meisten Einnahmen über Udemy kommen, kann ich diesen anderen Geschäftszweig damit sehr gut subventionieren und kann eben auch Sachen ausprobieren und kann sagen, hey, ich stecke mal 10.000 Euro rein in Facebook-Werbung und gucke einfach mal, ob sich das lohnt. Ne? Wenn du aber jetzt neu anfängst, musst du dir halt überlegen, was ist dir am wichtigsten. Ne? Möchtest du Geld verdienen hauptsächlich als Lehrer, indem du viele verschiedene Kurse machst, so wie ich, oder möchtest du dein Geld verdienen von Anfang an als Coach, so wie ich auch, ich bin ja auch Coach, da brauchst du aber, dann hast du aber eine andere Kostenstruktur. Ne? Da musst du überlegen, wo kriege ich die Leads her, wo sind diese Leads, was kosten mich die Leads, was kostet. Vielleicht willst du auf irgendein so Online-Marketing-Events als Speaker drauf. Und ich kann dir sagen, die meisten Speaker kaufen ihre Plätze. Die sind dort nicht auf der Bühne, weil die halt cool sind und hey, ich will dich als Speaker haben oder so. Die wenigsten werden bezahlt auch noch, damit sie da hingehen und Hotelzimmer oder so. Die meisten müssen ordentlich dafür Kohle bezahlen, wenn du da als Experte auftreten willst. Also nur mal so ein Vorurteil. Ja, die verdienen alle Geld und so weiter. Nee, das sind so ganz, ganz wenige. Da musst du schon gut sein. Ja, so wie ich. Nein, ich war auch, zum Beispiel war ich ja bei dir Kräuter auf der Bühne. Ich brauchte nichts bezahlen. Aber natürlich habe ich meine eigenen Hotelkosten bezahlt und die Anfahrt und alles. Aber dafür war das auch ein geniales Event. Tolle Bühne und ich bin einfach so dankbar an dir Kräuter, dass der mich auf die Bühne geholt hat. So nicht die Unterhaltung, die Schnittstellen, was kosten mich die Webseiten, was kostet mich dann zum Beispiel ein Webinar-Tool und und. Und ja, darauf will ich in diesem Video hinaus. Wenn einer sagt, er verdient 1.000 Euro am Tag, ist halt die Frage, was sind die Kosten, die dagegen gesetzt werden, ne? Oder das musst du dich auch fragen. Okay, das haben wir schon. Ein bisschen kaufmännische Ahnung solltest du schon haben, ne? Von Kalkulation und so weiter. Ne? Sonst bist du auch ruckzuck weg vom Fenster. Du kannst ohne Probleme 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro am Tag Umsatz machen. Aber dafür musst du halt vorher die gleiche Menge in Facebook-Werbung reinstecken, wenn du nicht weißt, wie es geht. Ne? Also, ich hoffe, dass dieses Video dich ein bisschen unterhalten hat. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben. Klar hat mich das unterhalten. Wie ist es bei dir? Schreib auch mal in den Kommentaren. Vielleicht stellst du auch eine Frage an Sebastian in meinen Kommentaren oder unter meinem Video in den Kommentaren. Und Sebastian beantwortet das dann auch noch. Nicht, gib mir einen Daumen nach unten. Sag mir, was du davon hältst. Schreib mal in die Kommentare rein, was du sonst noch für Videos sehen willst. Und wir sehen uns in ein paar Tagen beim nächsten Video. Bis dann, dein Sebastian Glöckner. Ja, sehr cooles Video. Hey, wir sind jetzt hier am Strand. Sehr cool. Hey, was alles möglich ist mit der Technik, oder? Ja, ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check diese beiden Videos auch ab. Und ich bin raus. Ciao.